Wie mittlerweile jedes halbe Jahr gibt es auch jetzt wieder den Rückblick, wie mein bisheriges YouTube-Jahr so war. Die letzten Videos dazu sind übrigens verlinkt. Aber wo fangen wir denn an? Nach dem großartigen League of Legends Event The Main Ende letzten Jahres startete es ruhig ins neue Jahr. Keine neuen Gruppen, keine großen Veränderungen. Der Januar trabte langsam vor sich hin. Im Februar besuchte ich mal wieder Neo Tokyo, lernte nun immer ausführlicher den YouTuber Kurantis kennen und die T-Con mit Screenetic stand an. Generell war ich in diesem Jahr im Vergleich zum letzten etwas weniger unterwegs, dafür war es aber intensiver und geplanter. Betrachtet man den YouTube-Channel zahlentechnisch, hat sich im letzten halben Jahr abonnenten- oder viewmäßig kaum was getan, aber das macht nichts. Es war auch so, aber an manchen Momenten, dass einfach YouTube-technisch alles stehen geblieben ist, hat mich dann manchmal doch verzweifeln lassen. Ich entdeckte in diesem Halbjahr noch mehr das Thema Cosplay und so konnten Lulites und ich zur Dokumi das erste Mal ins nagelneue Kindred-Cosplay schlüpfen. Auch in den Videos ging es in diesem halben Jahr öfters ums Cosplay. Cosplay ist wirklich toll und war sehr inspirierend für mich. Dass aber bei drei Cosplays von mir an unterschiedlichsten Cons nur meine Cosplay-Partnerin oder andere befreundete Cosplayer auf ihr Cosplay angesprochen wurden und auch kein Foto von einem meiner Cosplays gemacht wurde, machte mich etwas down. Klar wurde ich auch mal angesprochen, aber weil man mich von YouTube erkannt hat, aber niemand hat mich schon mal auf das Cosplay angesprochen. Aber weiter im Text. Fast einen Monat lang brachte ich auch täglich Videos. Allerdings hatte ich Vlog-themenmäßig über Anime und Manga fast schon alles abgegrast, sodass ich mit meinen Videos und dem generellen Kanal einfach nicht zufrieden war. Ich wollte teils öfter Content bringen, auch wenn es öfters nur Labervideos sind. Allerdings war ich damit auch unzufrieden, weil ich eigentlich den Anspruch hatte, sowohl filmerisch als auch erzähltechnisch einen gewissen Standard zu halten. So switchte ich ständig hin und her und war schlussendlich gar nicht mehr zufrieden. Arbeitete fast schon täglich an neuen Konzepten und irgendwann gefiel mir einfach gar nichts mehr. Zwischendurch wollte ich AMVs machen, aber ein Comedy-AMV kann man aber nicht machen, wenn man traurig ist. Ein Drama-AMV nicht, wenn man gerade in Feierlaune ist. Und ständig kann man auch keins rausbringen, da es sonst Routine wird. Und es das gewisse Etwas verliert. Kurzum, ich hätte mich im Grab umdrehen können. Was ich auch anfasste, es gefiel mir nicht. Was ich auch plante, es klappte nicht. Schließlich schlichen sich dann auch noch Fehler ein und es ging einfach gar nichts mehr richtig. Und das setzte sich dann auch außerhalb von YouTube sofort. Sachen, die ich bisher kaum mochte, fand ich plötzlich akzeptabel. Situationen, die ich gelernt habe zu akzeptieren, wollte ich einfach nicht mehr akzeptieren. Personen, die ich mochte, habe ich mit meiner ständigen Selbstunzufriedenheit zum Verzweifeln gebracht. So machte ich nun nicht mehr nur mir das Leben schwer, sondern auch ungewollt anderen. Mal wollte ich kaum reden und falls ich es mal tat, war mein Ärger kaum noch zu bremsen, auch auf YouTube. Und das brachte mich auf eine neue Idee und zwar einen Nebenkanal, in dem es nur um YouTube selbst geht. Kameras, Konzepte, YouTuber und im Vlog-Style. Somit habe ich wieder Abwechslung, behalte hier auf diesem Kanal dann aber meinen cineastischen Anspruch. Und ja, auch das hielt nur kurz. Wenn ich schon mal rauskomme, dann wollte ich auch Convention-Videos bringen, von denen man sagt, wow, das ist wohl eines der besten Con-Videos, die ich je gesehen habe. Und nun hatten wir ein neues Problem. Wenn man einen Tag endlich mal für ein paar Stunden eine Con besucht, will man sie auch mal genießen und nicht immer nur filmen oder alles durchplanen mit ständiger Uhrzeit im Kopf. Zumindest erging mir das nun ab und zu so. Wie ein Filmkritiker, der über Szenen, Kameraeinstellungen und Storyboards nachdenkt, aber einfach nicht mehr beim Film abschalten kann. Schlussendlich habe ich dann weder für mich zufriedenstellendes Material fürs Video eingefangen, in meinem ständigen Durchplangedanken aber auch die halbe Con verpasst und ein andermal so mit dem Halten und Stützen meines Cosplays beschäftigt war, dass es kaum möglich war, was aufzunehmen. Also war ich wieder mit mir unzufrieden. Kreuzdonnerhecken. Mittlerweile gibt es auf YouTube nur noch hochwertigen Content oder eben schnell produzierter Crap-Content, den ich mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal leider rausgebracht habe. Und da sind wir auch schon bei meinem größten Problem, das ich die letzten Monate bekommen habe, angelangt. Und zwar die Zeit.
um was ich produzieren wollte, wie Kurzfilme, Anime-inspirierte Musikvideos oder unterhaltsame Vlogs in der Außenwelt, fehlt mir wieder die Leute. Im Februar brachte ich spontan zusammen mit Screenetic einen Kurzfilm, der auch in den Kommentaren gelobt wurde, oder das Video zum ersten Cosplay mit Lou. Aber sowohl am Kurzfilm sind wir in kürzester Zeit Tag und Nacht an der Idee und Umsetzung gesessen und auch das kurze Cosplay-Video hat 5 Arbeitstage umfasst. Und bei beiden Sachen war ich nicht allein. Und das ist das Nächste. Die, die mitmachen, müssten nonstop mitmachen, sonst wird das nicht fertig. Solche Videos wurden von euch so oft gewünscht und sind wohl die bestbewertetsten und die, bei denen ich am meisten Spaß im Schnitt und der Produktion habe. Und die hängen eben mit meinem Problem der Zeit zusammen. Auch auf Cons. Um nichts zu machen, sind die 6 Stunden viel zu lang. Um professionelle Aufnahmen zu machen, sich mit seinen Freunden, die man selten sieht, zu unterhalten und die Con einfach zu genießen und auch mal die Attraktion dort zu begutachten, dafür reicht die Zeit komplett nicht. Und so habe ich in letzter Zeit nur alles ein wenig, aber nichts komplett zufrieden für mich durchgeführt. Und da muss ich sagen, bin ich echt neidisch auf manche Vollzeit-YouTuber. Immer Leute haben, die mitdrehen. Sich genug Zeit nehmen, um eben für eigene Ideen umsetzen und das Ganze dauerhaft haben. Ich hätte genug Ideen für Julian Bam-artige Kurzfilme, aber nicht die Leute dafür, nicht die örtlichen Gegebenheiten und auch nicht auf Dauer so viel Zeit. Und da sind wir wieder beim Kernproblem: Zeit. Und man will ja meistens das, was man eben nicht haben kann. Themenvideos und kurze Reviews könnte ich tausende scheißen. Ein Kurzfilmclip oder ähnliches ist zeitlich nur in Ausnahmesituationen möglich. Und nun habe ich auch die meisten Vlog-Themen zu Anime und Manga schon gebracht. Ihr merkt's, ich stehe für mich vor einem dauerhaften großen Problem, das ich mir selbst mittlerweile wahrscheinlich zusätzlich schwerer mache. Trotz allem waren diese kurzen Trips mein Geburtstagsgeschenk, das mich wirklich sehr berührt hat und doch einige tolle Videos in den letzten halben Jahr entstanden. Aber ich frage mich immer öfter, ist YouTube eine Droge? Keine Videos bringen kann ich nicht, das halte ich schon nach einer Woche nicht mehr aus. Gute Ideen sind kaum umzusetzen und man bekommt immer nur so viel zu schnuppern, dass man daran nippen kann, aber nicht satt von wird. Andererseits sind die Menschen, die man durch YouTube kennengelernt hat, echt besonders. Beispielsweise Screenetic, den ich selten sehe, oder Lou, die ich im März nach knapp einem halben Jahr wieder getroffen habe. Die Freude da ist, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ich frage mich echt, wie das sich alles bis zum Dezember hin wandeln wird oder welche Dummheiten ich bis dorthin noch begehe. Die Show hat wieder angefangen und weitere Themenideen und Erinnerungen schwirren in mir im Kopf rum, die ich euch nun anschließend als kleinen Kanaltrailer zusammenpacke. Und komischerweise kommen ausgerechnet solche Videos irgendwie gut an, wie auch immer. Mal schauen, wie sich das bis in 6 Monaten entwickeln wird und passt auf euch auf, YouTube ist echt gefährlich.